Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Jetzt bist Skyrim hübsch. Und wir haben ein Problem. Ein großes Problem. Ein Problem namens Alvin. Wir treffen den Typen noch nicht mehr. Und ich hab's nicht rechtzeitig geschafft. Was passiert denn die ganze Zeit? Hm? Wo ist Alduin? Alduin? Benutzt Drachenfall, Dovahkiin! Ja! Das Problem ist, ich weiß nicht, wo Alduin ist. Super. Habe ich jetzt schon wieder irgendwie sowas? Zwinge Alduin. Ja. Super, jetzt ist aber Alduin weg. Benutzt Drachenfall. Das ist... Nein, laden bitte. Laden. Ja. Ja. Hallo. Wieso? Im Henker. Ist der da oben? Ich habe keine Ahnung, was jetzt falsch war. Ich habe viele verschlungen, aber die besser waren als hier. Kritischer Schlag. Aua. Na, komm schon. Kritischer Schlag. Das ist jetzt Backusung allerhöchster Güte, aber was soll ich machen? Na komm, das ist mein letzter Teil, der muss sitzen. Oh. Ich habe viele verschlungen, die besser waren als ihr. Oh, ich habe noch ein paar Pfeile. Ich kann gar nicht angreifen, wenn ich nicht diesen Drachenfall habe. Das ist mein Problem. Ich habe viele verschlungen, die besser waren als ihr. Zu besiegen. So, und jetzt angreifen. Zack. Kritischer Schlag. War ein Schlag. Komm. Ja. Ja. Nee, Smulgul. Ihr seid stark geworden. Aber ich bin Alduin. Erstgeborener von Akatosh. Boladi Zoglot. Hier werde ich nicht fallen. Weder von eurer Hand noch von der eines anderen. Gegen mich kommt ihr nicht an. Ich werde euch überdauern, sterbliche Kreatur. Okay. Ja, hau doch einfach ab.
Oder soll ich dich jetzt noch weiter? Töten. Ja, scheinbar ein Bug. So ganz zufällig. Kannst du ihn vielleicht jetzt schon längst töten? Schade, okay. Das bedeutet, ich habe hier meine Pflicht getan und muss jetzt weiterreisen. Ah ja, stimmt, was ich ganz vergessen habe zu sagen. Ich habe hier eine neue Weltansicht. Ich habe eine 3D-Weltansicht jetzt noch dazu bekommen. So, gut. Ich weiß jetzt nicht, was wir als erstes machen sollten. Sicherlich sagen. Ich würde sagen, wir gucken mal ins Questbuch. Das Questbuch, ja. Nehmen Sie Gefühls. Ergriffe die Flucht. Ich muss seinen Hort finden. Für mal. Okay. Gut. Heile dich da. Verbotene Legende. Nein. Ich habe es nicht kommen. Nein, nein. Gut. Ich muss mit einem von denen sprechen. Super. Ich weiß, dass ich mit denen hier sprechen kann. Ich spreche mit S-Bahn. Wen haben wir noch? Ich spreche mit Paradox. Ich will sagen, ich kann nicht schnell reisen, wenn Feinde in der Nähe sind. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Nein! Och, tut mir leid, Leute. Wieso ist der jetzt wieder... Doch, genial. Wieso nur? So, Drachenfall benutzt. Zack. Und drauf. Und drauf. Und drauf. Hallo. Böse. Und drauf. Und... Ich werde den Soven gern eure Seele verschlingen. Weiter. 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 Ich sollte vielleicht mir meinen Trank genehmigen. So ganz. Ja, so ein bisschen und ein bisschen Regeneration. Kann ja nicht schaden, ne? Zack. Zack. So. Komm schon. Nachspeichere ich das mal. Denn das war jetzt ziemlich, ziemlich unnötig, was ich hier gemacht habe. Ja. Komm schon. Ja, ich bin fast durch. Komm schon. Boah, was machst du da? Nein. Hallo.
Ja! Hör auf mich zu schießen. Das ist nicht nett von dir. So. Meis Muldobakin. Ihr seid stark geworden. Aber ich bin Alduin. Ja, Erstgeborener von Akatosh. Olagi Zoglot. Hier werde ich nicht fallen. Weder von eurer Hand noch von der eines anderen. Bist du dir sicher? Gegen mich kommt ihr nicht an. So, erstmal speichern. So, zack. Ich werde euch überdauern, sterbliche Kreatur. Ich würde sagen, ich spreche mit Espern. Und gehe erstmal von Alduin weg. Damit ich auch wieder schnell reisen kann. Das ist doof, wenn man nicht schnell reisen kann. Und ich möchte schnell reisen. Es ist wieder mal so typisch Skyrim. Diese Bugs. Kann man auch nichts gegen sagen. Das ist... Ich nörgel schon die ganze Zeit rum. Ich sollte mal damit aufhören. Ja! So. Gehen wir hier weiter. Ja, cool. Abkürzung. Würde ich mal sagen, ne? Ziege. Ja. Droben essen gebe ich mich nicht zufrieden. Oh oh. Gut, dass ich gerade eben noch gespeichert habe. So, weiter geht's. Kann ich hier jetzt schon schnell reisen? Ja. Perfekt. Ja, ich hab was geschafft. Ich hab's geschafft. Dunkelelfenblut. Ein 50%iger Feuerwurst. Natürlich super, wenn die Tour leer ist. So. Jetzt sind wir da, wo wir hingehören. Würde ich sagen. Wir sind bei... Ja. Dann kommst du... Auf Stile. Ah. Habt ihr die Schriftrolle der Alten gefunden? Er muss nach Sovngarde zurückgekehrt sein, um sich an den Seelen der Toten zu laben. Wenn ihr ihn nicht bald findet, dann wird er zurückkehren, stärker als je zuvor. Das ist schlecht. Ja, ja. Wir müssen nachdenken. Er muss irgendeine Möglichkeit haben, von und nach Sovngarde zu reisen. Aber keine Geschichte gibt darüber Aufschluss. Ganz richtig. Ich frage mich, kennt ihr den Palast des Jarl in Weißlauf? Ja, genau. Kaum jemand weiß, dass er ursprünglich als Gefängnis für einen Drachen erbaut wurde. Daher auch der Name. Okay. Oh, das war vor tausenden von Jahren, bevor die Akaviri-Kreuzritter alle Drachen in Himmelsrand ausgerottet hatten. Damals wimmelte es in den Bergen von Himmelsrand noch von Drachen. Einer der ersten Könige, der Nord, hatte einen eingefangen und in Drachenfeste eingesperrt. Okay, dann muss dann könntet ihr ihn dort einfangen. Ha, genau. Obwohl,
Es könnte schwierig sein, den Jarl dazu zu überreden, euch seinen Palast als Drachenfalle zu überlassen. Ich bin mir jedoch sicher, dass ihr es schafft. Wenn ihr den Weltenfresser besiegen könnt, sollte es ein Kinderspiel für euch sein, den Jarl von Weißlauf zu überreden. Es gibt da wohl leider ein weiteres Problem. Ein schwerwiegenderes. Ich habe herausgefunden, wer der wahre Anführer der Graubärte ist. Er ist ein Drache. Und zwar nicht irgendeiner, sondern Alduins rechte Hand. Er ist für viele Gräueltaten verantwortlich, die damals im Drachenkrieg begangen wurden. Ja. Die Klingen jagen ihn seit Jahrhunderten. Aber er wurde von den Graubärten und dann von den Kaisern beschützt. Um der Gerechtigkeit willen muss er für sein Verbrechen mit dem Leben bezahlen. Bis das geschehen ist, verhindert mein Schwur als Klinge leider, dass ich euch Hilfe anbiete. Ach. Gerechtigkeit kann hart sein, aber es ist immer noch Gerechtigkeit. Partonax hat den Tod verdient. Nein. Partonax war der Drahtzieher hinter zahlreichen Gräueltaten während des Drachenkriegs. Sie waren so grausam, dass man sich auch nach all der Zeit noch an sie erinnert. Es ist wahr, dass er sich gegen Alduin gewandt und dabei geholfen hat, den Drachenkult zu vernichten. Aber das entschuldigt oder sühnt seine früheren Taten nicht. Es ist egal, ob er es wirklich bereut hat oder ob er nur seine eigene Haut retten wollte. Um der Gerechtigkeit willen muss er mit seinem Leben bezahlen. Ich möchte aber... Sehr gut. Ich möchte doch Partonax nicht töten. Das ist doch ein ganz lieber... Ich will ihn nicht töten, nein. Ich werde ihn auch nicht töten. Ah. Tut das Richtige. Partonax hat den Tod verdient. Wenn es nach Ihnen ginge, würdet ihr nichts tun, als mit Ihnen dort oben auf Ihrem Berg zu sitzen und mit dem Himmel zu reden. Oder was immer sie tun. Die Graubärte haben so viel Angst vor der Macht, dass sie sie nicht einsetzen wollen. Denkt darüber nach. Haben sie versucht, den Bürgerkrieg zu beenden oder etwas gegen Alduin unternommen? Nein. Und vor euch, vor eurer Macht, haben sie Angst. Vertraut mir, es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Denkt doch an Tiber Septim. Glaubt ihr, er hätte das Kaiserreich gegründet, wenn er auf die Graubärte gehört hätte? Nein. Gut. Das bedeutet, was wollten wir gerade machen? Ich habe Caps Lock wieder aktiviert. So, einmal kurz gucken, was die Quest ist. Sprich mit dem Jarl vom Weißlauf. Ja, gut. Das würde ich sagen, machen wir auch als nächstes. Da ist es Einsamkeit. Da ist Weißlauf. Erstmal... zu unserer geliebten Madame gehen und da meine Sachen verkaufen und ein bisschen was herstellen, würde ich sagen. Damit wir auch ein bisschen was an Produktivität daraus schlagen können. Was in der Nacht, naja, nicht ganz so gut ist, aber egal, wir können ja hier erstmal schon mal die Schmelzhütte benutzen. Als ob das... Ich hätte dann so machen. Gut. Dann, was können wir denn so alles machen? So schmuckmäßig. Eine goldene Rubinenhalskette. Ja, wieso nicht? Ledermäßig. Ein paar Lederteile. Stahl. Nordstahlhandschuhe. Juhu. Kaiserlich beschlagen. Eisen.
Zack. Nein. Und dann baue ich noch so ein paar Handschuhe. Ich hoffe, die kann man besser verkaufen. Das würde ich sagen, was? Okay, es wird Zeit, dass es Tag wird, denn ich kann nicht mehr laufen. Na? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zack. So. Da ist wieder unser geliebter Drache. Und wir müssen tatsächlich noch eine Stunde warten. So. Du trägst zu viel, du kannst nicht kennen. Ich sage nicht, dass... Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. So. Ja, ich möchte gerne meine Sachen verkaufen. Und zwar... Eisenrüstung, Eisenpanzerhandschuhe. Lederarmschienen, Lederstiefel und das Zeug. Und Drachenflug. Ich glaube, wir können wir das eigentlich wieder aufladen oder so? Eine Stahldorsch können wir auf jeden Fall noch verkaufen. So. Noch irgendwas, was wir verkaufen können? Nö. Was hast du denn so Schönes im Angebot? So. Oh, Blitzschaden. Erfolgschancen des Taschendiebstahls. Gar nicht so schlecht. Schadenspunkte im Brand. Warte mal, wir haben noch einen Vulkanglasbogen. Ist der nicht besser? Wir holen uns als erstes auf jeden Fall alle Pfeile, die die hier besitzt. Da. Zack. So. Dann würde ich sagen, vergesst nicht, auf drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Aber vorher wird gespeichert und gesagt, bis zum nächsten Mal. Haut rein.